Meine Frau ist Russin, lebt seit 2016 mit mir hier in Deutschland zusammen. Und auch für meine Frau ist es im Moment einfach nicht so besonders toll, in Deutschland, also in ihrer Haut zu stecken, sage ich mal, jetzt in Deutschland, ne? Wenn sie sich jetzt bewirbt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ihre Herkunft nicht unbedingt karrierefördernd ist. Dann warten wir noch eben kurz auf Reim. Ja. Ah, da ist er. Hallo, Reim. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Woher bist du zugeschaltet? Wieder aus dem Süden Israels? Ja, wo ich wohne, klar, ich wohne ja im Süden. Also in meinem Haus sitze ich und ich habe den Klempner gerade hier. Ich hoffe, es passiert nicht weiter, der ist draußen. Okay, ja, wir haben hier Wasserprobleme. Gut. I'm in the podcast now. I can't speak. Da schneiden wir raus. Sorry. Das darf ich drin, das ist großartig. Sonntag, 5. Juni 2022. Willkommen bei In Dubio, dem Podcast der Akte des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Vor 7 Wochen am Ostersonntag haben wir bereits über Krieg und Frieden gesprochen und auch heute, 49 Tage später, am Pfingstsonntag, wollen, nein, müssen wir dies wieder tun, denn der Krieg in der Ukraine hält nach wie vor an. Wie beim letzten Mal ist auch heute aus Israel der Journalist und Schriftsteller Chaim Noll zugeschaltet und aus Hamburg der Historiker und Russland-Experte Christian Osthold. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Bevor wir aber in das Gespräch eintauchen, möchte ich kurz Werbung in eigener Sache machen, denn Sie haben die Möglichkeit, eine Patenschaft für die Achse des Guten zu übernehmen und somit unser Angebot zu unterstützen. Die Patenschaft kostet nur 59,50 Euro im Jahr, was bedeutet, dass es weniger als 5 Euro im Monat sind. Für 5 Euro bekommt man ein gutes Glas Wein. Wenn Sie also sagen, dass Ihnen die Achse des Guten mindestens ein Glas Wein im Monat wert ist, dann übernehmen Sie doch gerne eine Patenschaft für die Achse des Guten. Denken Sie immer daran, im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zwingen wir Sie nicht mit der Waffengewalt des Staates dazu, unser Angebot zu finanzieren. Wir bitten Sie lediglich. Und wenn Sie dieser Bitte nachkommen würden, wäre ich auch ganz persönlich sehr dankbar. Heute also reden wir wieder über den Krieg in der Ukraine. Und wie in den letzten 2,5 Jahren die Corona-Krise die Gesellschaft gespalten hat, so bringt auch jetzt der Ukraine-Krieg hier in Deutschland die Menschen gegeneinander auf. Sie beschimpfen sich, entweder Putin-Trolle und Putin-Versteher zu sein, oder sie werfen sich vor, dem öffentlich-rechtlichen Narrativ kritiklos zu folgen. Daher meine erste Frage an Sie, Herr Osthold. Woran glauben Sie, liegt es, dass der Krieg in der Ukraine auch hier die Gemüter spaltet? Naja, zunächst mal muss man feststellen, wir haben Krieg in Europa. Und das ist jetzt eine Situation, die wir ja so schon seit geraumer Zeit nicht mehr hatten. Gut, wir hatten den jugoslawischen Zerfallskrieg. Und es stimmt auch, dass Sarajevo genauso weit von Berlin entfernt ist wie Kiew. Aber irgendwie ist das in den 90er Jahren so etwas untergegangen, was auch am analogen Zeitalter lag. Jetzt ist es anders. Wir haben einen großen Krieg in Europa. Es sind wirklich mit Russland Großmächte beteiligt. Die NATO ist auf der anderen Seite involviert. Und ich glaube, jetzt wirkt sich tatsächlich die Propaganda aus, gerade auch in Europa, die Russland seit 2014 systematisch betrieben hat. Sie sprechen also ganz eindeutig von Propaganda. Und wenn ich jetzt einmal versuche, die Propaganda von Putin zu verstehen, was muss eigentlich in der Welt von Putin passieren, dass er wieder zum Frieden übergeht? Mit anderen Worten, was muss mit Putin passieren, damit er mit dem Krieg aufhört? Also ich glaube, Putin müsste tatsächlich in eine Situation gebracht werden in der Ukraine selbst, wo ein militärisches, Fortsetzen des Kampfes keinen Sinn mehr ergibt, wo die Verluste so hoch sind, wo vor allem aber auch die politische Isolation auf einem Level angekommen ist, an dem Russland im wahrsten Sinne mit dem Rücken zur Wand steht. Ich glaube, dann wäre die Chance am größten, dass Putin möglicherweise einlenkt. Ich bin mir aber auch da nicht sicher, denn die Denkungsart des Präsidenten erinnert ja weniger an einen rational
operierenden Politiker, sondern mittlerweile ja wirklich ein ideologisch verbohrten Diktator, der ja mit brutaler Gewalt all seine Ziele durchsetzen will. Chaim, du befindest dich in einem Land, das sich seit seiner Gründung in einem Krieg befindet. Und zwar in einem Krieg, wo ein Teil der Feinde nichts Geringeres fordert als die Vernichtung des Staates Israels. Mit anderen Worten, sollten die Feinde Israels ihre Waffen niederlegen, gibt es morgen Frieden. Sollte jedoch Israel seine Waffen niederlegen, gibt es morgen kein Israel mehr. Der Krieg in Israel hält deshalb an, weil sich Israel weigert, von der anderen Seite ausgerottet zu werden. Und das ist sehr spannend, wenn wir uns einmal anschauen, dass sehr viele Deutsche aus dem Zweiten Weltkrieg die Lehre gezogen haben, nie wieder Krieg. Aber in Israel weiß man, wenn man sich dem Krieg verweigert, hört man auf zu existieren. Und wenn ich mir jetzt die Ukraine anschaue, muss ich feststellen, dass es viele Intellektuelle gibt, die von der Ukraine verlangen, sich in irgendeiner Form zu ergeben, um den Krieg nicht weiter anzufachen. Jetzt ist aber die Frage, können wir das von der Ukraine überhaupt verlangen und kann die Ukraine sich überhaupt ergeben? Ja, die Ukraine kann sich nicht ergeben. Sie müssen sich verteidigen, wie wir uns hier auch verteidigen müssen. Wenn man aggressive Nachbarn hat, versteht man sehr schnell, dass man eben Vorkehrungen treffen muss und dass man auch viel Geld ausgeben muss für das Militär, für die Rüstung und so weiter. Das ist, was Deutschland jetzt langsam wieder lernt, dass man die eigene Armee nicht als wie irgendeinen alten Besen in der Ecke, den man nicht mehr anschaut. Nicht? Die Bundeswehr war so verachtet in den letzten Jahrzehnten. Das Land war im Grunde nicht mehr verteidigungsfähig. Also das könnten wir uns hier nicht leisten. Und das kann sich auch die Ukraine nicht leisten. Also sie müssen aufrüsten, sie müssen sich verteidigen, denn sie haben einen aggressiven Nachbarstaat. Es ist nicht nur Putin allein. Es ist dort überhaupt in Russland eine postkommunistische Ideologie des Großmachtnationalismus entstanden. Die hat natürlich Putin angefacht. Aber die wird auch, wenn er dann Bezrat Hashem irgendwann das Zeitliche segnet, weiter bestehen. Also Russland bleibt ein gefährliches Land. Herr Ostholt, was meinen Sie dazu? Würde der Krieg weitergehen, wenn es Putin nicht mehr gibt? Naja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir letztlich von außen eigentlich gar nichts ergründen können. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Problem in Russland jetzt weniger verknüpft ist mit einzelnen Personen, sondern dass es strukturell ist. Das System, was wir in Russland eben ja seit dem Untergang der Sowjetunion haben, aber vor allem eben seit der Inauguration von Wladimir Putin, besteht ja darin, dass eine kleine oligarchische Elite und der von ihr kontrollierte Beamtenapparat die nationalen Ressourcen des Landes abschöpft, ausbeutet und im Westen anlegt, beziehungsweise, ja, man muss es sagen, verprasst. Und dieses System, das ja wirklich parasitäre Züge hat, das stützt sich eben ganz stark auf die Entrechtung der Menschen, also der Staatsbürger in Russland. Schauen Sie, die Bürgerrechte, die es ja gemäß der russischen Verfassung alle gibt, die existieren eben nur auf dem Papier. Und ich glaube nicht, dass wenn Putin jetzt weg wäre, dass dann ein ja, Umdenken stattfände, sondern es würde wahrscheinlich alles genau so weitergehen. Was jetzt den Krieg anbelangt, sehe ich das etwas differenzierter. Ich bin der Meinung, dass der Krieg in der Ukraine Putins ganz persönliches Projekt ist. Es ist nicht das Planspiel des Generalstabs, es ist auch nicht die Obsession der politischen Eliten in Moskau. Nein, das ist Wladimir Putins ganz persönliches Projekt. Das kann man eben auch aus seinem Aufsatz über die historische Einheit von Russen und Ukrainern vom 21. Juli 2021 herauslesen. Und im Gegensatz zu Putin selbst dürfte es in seinem ja, näheren Umfeld, was zuletzt ja deutlich kleiner geworden ist, immer noch Menschen geben, die eine Zukunft haben wollen und die auch Kinder haben. Und darauf müssen wir eigentlich vertrauen. Deswegen, ja, wenn Putin weg wäre, ist die Chance natürlich deutlich größer, dass der Krieg in seiner gegenwärtigen Form ein Ende finden würde. Das ausbeuterische und menschenverachtende politische System, was sich in Russland etabliert hat und eben weit über Putins engeren Kreis hinausgeht, würde selbstverständlich bestehen bleiben. Es gibt das berühmte Bild vom Kampf Davids gegen Goliath. Und deswegen, Chaim, an dich die Frage: Wie hoch glaubst du, sind die Chancen, dass der David Ukraine den Krieg gegen den Goliath Russland gewinnen kann?
so hoch, wie sie in der biblischen Metapher sind. Da gewinnt auch David den Zweikampf gegen den Riesen Goliath. Die Chancen sind sehr real, dass die Ukraine damit fertig wird. Zumal die westliche Technologieüberlegenheit, wie wir in diesem Krieg sehen, Gott sei Dank immer noch besteht. Viele von den Wunderwaffen, mit denen Putin prunkt, sind nicht halb so viel wert, wie er tut. Wir sehen jetzt, dass seine Panzer beispielsweise kein Raketenabwehrsystem haben, wie das hier in Israel seit langem selbstverständlich ist, wie jetzt auch die Bundeswehr sich das anschafft, übrigens aus Israel, für die Leopard-Panzer. Putins Panzer haben das nicht. Also wir sehen, dass die Stärke Russlands besteht natürlich, aber da sind auch viele schwache Punkte. Und die Technologie dieser Armee ist zurückgeblieben. Also wenn der Westen die Ukraine mit Technologie ausrüstet, mit Waffen, die wirksam sind, Pinpoint für gezielte Schläge und so weiter, wie man heute ja Krieg führt. Man führt heute nicht mehr Krieg, indem man mit tausenden Panzern irgendwo aufmarschiert, sondern indem man hocheffiziente, hocheffektive Schläge ausführt. Dazu braucht man dann aber Hightech und Advanced Military Technology, und das kann der Westen, das können die Amerikaner und die NATO der Ukraine geben, und dann ist sie imstande, sich der Übermacht Putins zu erwehren. Herr Ostholt, was meinen Sie? Glauben Sie, dass Putin sich verschätzt hat in der Bereitschaft des Westens, der Ukraine militärische Hilfe zuzusichern? Ja, das glaube ich in der Tat. Und ich würde sogar noch weitergehen und eine historische Analogie aufmachen. Erinnern wir uns doch mal ganz kurz an das Jahr 1938, als die Sudetenkrise kurz vor der Eskalation stand. Damals ließ Hitler seine Truppen aufmarschieren. Es kam zu einem massiven Säbelrassen. Und die Westalliierten, also England und Frankreich, wollten unbedingt den Frieden retten. Und deswegen waren sie bereit, auf der Münchner Konferenz Hitler zu geben, was er wollte. Hitler bekam das Sudetenland und musste die Zusage geben, darüber hinausgehend keine weiteren Forderungen zu stellen. Hitler kam aus den Verhandlungen raus und bezeichnete Daladier und Chamberlain als Würmer. Warum? Weil er erkannte, dass die beiden so schwach waren, dass sie ihm eigentlich keine Paroli bieten konnten. Was machte Hitler? 5 Monate später zerschlug er die sogenannte Rest-Tschechei und macht wiederum die Erfahrung, dass ja die Westalliierten nichts taten. Und das ist der Grund dafür, dass er letztlich den Entschluss fasste, dann 1939 am 1. September Polen anzugreifen. Bei Putin ist es ähnlich. Putin hat 2014 die Erfahrung gemacht, dass er ja mit eigenen Truppen, wenngleich auch ohne Hoheitsabzeichen, die Krim besetzen und letztlich annektieren kann. Er hat die Sezession im Donbass losgetreten. Er hat dort ebenfalls Kämpfer, Truppen, Material, Waffen eingeführt. Er wusste natürlich ganz genau, dass Kiew darauf reagieren würde, indem man also militärische Versuche unternimmt, diese Gebiete zurückzugewinnen. Russland hat übrigens dasselbe in Tschetschenien gemacht. Das war auch eine typische Sezession damals. Und deswegen hat Putin natürlich nicht erwartet, nachdem nichts passierte, außer halbherziger Sanktionen, von denen wir ja alle wissen, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht wirklich gefruchtet haben, dass jetzt also mit dem Einmarsch in die Ukraine irgendeine Art von entschiedener Gegenreaktion kommen würde. Man muss dazu sagen, wenn man sich diesen Konflikt anschaut und vor allem auch den Kriegsverlauf anschaut, dann sieht man ja, dass Russland überhaupt gar nicht vorgehabt hatte, einen ja länger währenden Krieg zu führen. Der Plan war, man lässt also eine Armee aufmarschieren, die so groß ist, dass die Ukraine Angst bekommen. Dann marschiert man tatsächlich ein, schaltet innerhalb weniger Tage mit einem Enthauptungsschlag die entscheidenden infrastrukturellen Zentren aus. Und in 5 oder 6 Tagen steht man auf dem Maidan in Kiew, hisst die russische Flagge, verhaftet Selenskyj, oder aber die Regierung wäre schon geflohen. Das hat alles nicht stattgefunden. Stattdessen hat Putin eine massive Gegenreaktion der NATO und vor allem aber auch der Europäischen Union festzustellen. Er sieht, dass die Ukraine, Herr Noll hat es schon richtig gesagt, im Grunde jeden Tag weiter aufgerüstet wird. Das heißt, das militärische Potenzial, was jetzt in der Ukraine entsteht, ist bei weitem größer als alles, was vorher da gewesen ist. Naja, und als Knallbonbon sind im Grunde jetzt auch noch Finnland und Schweden kurz davor,
der NATO beizutreten, sofern die Türkei das nicht weiter blockiert. Also im Grunde ist es eine Katastrophe. Die politischen und wirtschaftlichen Implikationen kennen wir ja auch. Russland hat den schwersten Fehler in seiner Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion begangen. Und das geht einzig und allein auf die Kappe von Wladimir Putin. Herr Ostholt, diesen Fehler Russlands, den Sie jetzt hier angesprochen haben, halte ich auch für ganz, ganz spannend, weil der hat ja dafür gesorgt, dass sich die Menschen in der Ukraine unter dem Prinzip der Freiheit vereint haben. Denn die Menschen in der Ukraine kämpfen ja nicht, weil sie Hunger haben oder so. Sie kämpfen einzig und allein um ihre Freiheit und für ihre Souveränität. So ein bisschen wie in der Geschichte die Vereinigten Staaten von Amerika, die Patrioten gegen das große Reich der Briten sich aufgelehnt hatten. Oder in der Schweiz 1291, als sich dort die Schweizer gegen das große Reich der Habsburger gestellt hatten und aufbegehrt hatten für ihre Freiheit. Kann es somit sein, dass wir gerade jetzt hier im 21. Jahrhundert die Geburt einer neuen demokratischen Republik Ukraine erleben? Ja, ich denke, dass für die Ukraine dieser Krieg so etwas wie eine Katharsis ist. Die Ukraine wird hinterher ein besseres Land sein als vorher. Die Ukraine hatte zum Beispiel immer ein Antisemitismusproblem. Ich bezweifle das für die Nachkriegszeit, denn sie haben einen jüdischen Präsidenten, der sich sehr tapfer schlägt, der die Interessen des ukrainischen Volkes wahrnimmt. Das wird sicher zum Beispiel zum Abbau des Antisemitismus in der Ukraine führen. Und so wird auch manches andere dort abgebaut werden, was in der Vorkriegszeit störend war. Die Ukraine war kein rundum ideales und auch nicht unbedingt in jeder Hinsicht sympathisches Land. Aber dieser Krieg mobilisiert natürlich jetzt ihre besten Kräfte. Und ja, es ist ein Kampf für die Freiheit, für die Selbstständigkeit, für die Autonomie. Und das wird ihr neues Selbstgefühl werden. Wenn sie aus diesem Krieg siegreich hervorgehen, haben sie ein Selbstgefühl als ein Volk, das sich erfolgreich seine Freiheit erkämpft hat. Und so wird man sie dann auch hochschätzen. Ich würde da vielleicht noch gerne was hinzusetzen, was mir wichtig erscheint in dem Zusammenhang. Und ich glaube, da kann man auch ganz gut den Bogen wiederum zu Russland schließen. Sie hatten ja gerade im Grunde so umschrieben, dass jetzt vielleicht in der Ukraine eine neue nationale Identität entstehen könnte. Putin selbst hält das ja eigentlich für völlig absurd, weil er ja oft gesagt und geschrieben hat, dass Ukrainer eigentlich Russen sind. Sie wissen es halt nur noch nicht und deswegen würde es ihm zeigen. Wenn wir uns mal anschauen, wie war eigentlich in der Sowjetunion vor dem Überfall der Nazis die nationale Identität aufgestellt? Sie basierte auf dem Gründungsmythos des Landes und dieser Gründungsmythos war die Oktoberrevolution. Sie können sich vorstellen, die Sowjetunion war ein gigantisches Land mit unglaublich vielen bäuerlichen Bevölkerungsmassen. Das verfing nicht. Ja, das hat also im Grunde höchstens die Parteikader interessiert, aber nicht die große Bevölkerungsmasse. Und da ja in den 30er Jahren unfassbare Verbrechen auch begangen wurden von der sowjetischen Regierung unter Stalin an diesen Bevölkerungsmassen, denken Sie 1932, 33 an die große Hungersnot in der Ukraine, den Holodomor, wo bis zu 7,5 Millionen Menschen gestorben sind, war es tatsächlich schwer, das wieder zu versöhnen, also die Regierung mit der Bevölkerung. Und erst der Angriff, und das ist die Parallele heute, der deutschen Wehrmacht, machte das möglich. Denn im Kampf gegen Deutschland wurden alle, naja, Gräben zugeschüttet. Am Ende waren alle Sieger und man konnte nach vorne gucken. Das heißt, heute ist die nationale Identität Russlands als Rechtsnachfolgerin, der Sowjetunion ja eben gerade der Tag des Sieges. Der Sieg über Deutschland. Daran sieht man, wie extrem wichtig ein gemeinsamer, erfolgreicher Kampf sein kann, um Leute, verschiedene Menschen, soziale Metiers zusammenzuschweißen. In der Ukraine ist es genau gleich. Die Ukraine wird jetzt, und hat damit ja schon begonnen, im Abwehrkampf gegen die russische Aggression ebenso ein neues nationales Bewusstsein, einen neuen Mythos, wenn Sie so wollen, ausbilden. Und dieser Mythos wird darin bestehen, 2022 vor Kiew die Russen zurückgeschlagen zu haben. Und nicht nur vor Kiew, auch vor Charkow und in anderen Städten. Und insofern hat auch hier Putin das exakte Gegenteil dessen erreicht, was er ursprünglich intendiert hatte. Er wollte die Ukrainer mit den Großrussen zusammenführen und er hat sie im Grunde auf ja, Jahrzehnte von der sogenannten großrussischen Nation, naja, getrennt. Ich finde, das ist ein sehr spannender Aspekt bei der Sache.
Der Vergleich mit Hitler wird ja immer dann bemüßigt, wenn man eine Debatte verhindern möchte, wenn man seinen Gegner dämonisieren möchte. Und genau das hatte Putin ja auch gemacht im Vorfeld des Krieges. Er hat ja seinen Einmarsch in die Ukraine damit begründet, dass man nun ganz dringend die Ukraine von den Nazis befreien müsste. Also dass man das Land entnazifizieren muss. Denn der Vergleich mit Nazi-Deutschland eignet sich immer als Trumpf, um eine Debatte zu beenden. Denn in sonst so ziemlich allen Konflikten und Kriegen ist das so, dass man beide Seiten analysieren kann, verstehen kann und nachvollziehen kann. Mit der einen großen Ausnahme, nämlich dem Zweiten Weltkrieg, da ist das Böse ganz klar zu lokalisieren, nämlich die Nazis. Und deswegen werden die auch immer bemüßigt. Auch im Umgang mit Israel. Es gibt viele Leute, die Israel kritisieren und dann nicht vor einem Nazi-Vergleich zurückschrecken und sagen, ja, was die Israelis heute tun, sei ja im Großen und Ganzen auch nicht anders als das, was damals die Nazis mit den Juden gemacht hätten. Und deswegen halte ich den Nazi-Vergleich immer für etwas problematisch. Reim, was meinst du, sollten wir nicht versuchen, auch in diesem Ukraine-Konflikt den Nazi-Vergleich nach Möglichkeit aus der Debatte rauszuhalten? Ja, den Hitler-Vergleich sollte man raushalten, aber trotzdem stimme ich Herrn Ostholt zu, dass man Parallelen zum Zweiten Weltkrieg ziehen kann. Ich habe das auch in meinem allerersten Text zu dem Krieg auf Achgut geschrieben, dass die sowjetische Nationalität, so kann man es nennen, nach dem Zweiten Weltkrieg positiv war. Ich stimme Herrn Ostholt dazu, nachdem sie vor dem Krieg eine überaus brüchige Situation hatten. Die Bevölkerung hat Stalin zunehmend gehasst. Die große Säuberung 1937 bis 1941 haben katastrophale Schäden im gesamten Land angerichtet, in der Wirtschaft, auch im Militär. Deswegen war die sowjetische Armee auch so schwach am Anfang, weil Stalin fast das gesamte Offizierskorps noch kurz vor dem Krieg liquidiert hatte. Also der Stalinismus war kein populäres Modell in der Bevölkerung. Und der Krieg hat dazu geführt, dass dieses Land eine neue Identität gefunden hat, die dann einige Jahrzehnte gehalten hat. In der Ukraine war die Lage ja nie so dramatisch, dass da nun wirklich Vergleiche zur Stalinzeit zu ziehen waren. Aber es gab auch große Spannungen. Und ich denke, einiges davon wird durch diesen Krieg bereinigt werden. Da findet wirklich so eine Art Zusammenführung auch der verschiedenen Kräfte in der Ukraine statt. Ich bin sehr gespannt auf das Land hinterher. Es gibt ja von Zelensky eine Ankündigung, wie er sich die Ukraine nach dem Krieg vorstellt. Er hat gesagt, er möchte nicht so eine schwache, verteidigungsunfähige Demokratie wie einige westeuropäische Staaten, sondern er möchte ein westliches Land, das trotzdem verteidigungsfähig ist. Und als Beispiel dafür hat er Israel genannt. Israel ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, wie man in größter persönlicher Freiheit, die wir hier alle, derer wir uns hier alle erfreuen können, trotzdem hochgerüstet und mit einer starken Hinwendung zum militärischen Bereich und so weiter leben kann. Ja, meine Enkel sind Soldaten in Eliteeinheiten, einer gewesen, einer ist noch drin im Augenblick. Und sie sind trotzdem ganz westliche junge Leute, noch westlicher wahrscheinlich als viele in Europa. Die Freiheit, die persönliche Freiheit ist hier eher größer noch als in Europa, zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Aber sie sind eben auch Soldaten und sie verstehen sich so und sie nennen sich selber Kämpfer. Und also das sind zum Beispiel Begriffe, die man in Deutschland nicht mehr über die Lippen bekommt. Aber das müssen die Deutschen auch wieder lernen. Und insofern Parallelen zur Vergangenheit sind richtig. Was wir alle lernen müssen aus diesem Krieg ist, dass westliche Demokratien freiheitlich sein müssen, tolerant und offen, aber auch verteidigungsfähig. Der Krieg wird zwar immer mit Werten begründet, aber in Wirklichkeit geht es ja auch immer um Interessen. Und deswegen, Herr Ostholt, an Sie die Frage, welche Interessen hat Deutschland, sich an diesem Krieg zu beteiligen? Ja, also Deutschland hat zunächst mal, genau wie alle anderen Staaten der Europäischen Union, das Interesse, dass Russland, nachdem es mit der Ukraine abgerechnet haben wird, nicht weitermacht. Und wir sind uns ja einig, dass Putins Programmatik darauf abzielt, im Grunde den alten Herrschaftsbereich
Ja, es ist so ganz klar, es ist jetzt der sowjetische, es ist jetzt der des Russischen Reiches, den wiederherzustellen. Und zumindest erhebt er ja Anspruch auf alle Gebiete, die in Europa mal slawisch besiedelt gewesen sind oder es bis heute sind. Das heißt, er sagt also, es kann auf diesen Gebieten eigentlich nur ein Staatswesen existieren, das ist das Russische. Das bedeutet ganz konkret für Deutschland, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Putin damit nicht durchkommt. Ich hatte diese eine Analogie ja schon aufgemacht. Wir müssen uns eben auch immer klar machen, hätte man Hitler 1939 gestoppt, hätte es den Hitler von 1945 so nie gegeben. Es hätte keinen Holocaust gegeben und es hätte all die verheerenden Kriegsverbrechen, die Deutschland begangen hat, wahrscheinlich nicht gegeben. Der Krieg wäre wohl vorbei gewesen. Und an dieser Schwelle stehen wir jetzt eigentlich auch. Deswegen müssen wir alles dafür tun, um die russische Aggression einzuhegen. Wenn wir jetzt schauen, wenn Sie so eine moralische Verpflichtung haben, Herr Noll hat es ja auch schon gesagt, ja, die Deutschen lieben den Frieden. Wir haben ja dieses Mantra, nie wieder Krieg, was wir im Blick auf den Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz ja auch pflegen, was ja auch richtig und gut ist. Ich glaube, jetzt haben wir das erste Mal wirklich die Möglichkeit, dieses Mantra mit Taten zu untermauern, also mit konkreten Handlungen. Es ist jetzt nicht mehr nur der Ritus, es ist jetzt tatsächlich eine ganz konkrete Handlung gefragt. Und die muss eben darin bestehen, wenn wir unserer historischen Verantwortung gerecht werden wollen, dass wir jetzt eben etwas tun. Und das geht sicherlich nicht, indem wir hier permanent großartige Waffenlieferungen ankündigen, aber am Ende dann bis auf 5000 Helme und ein bisschen Munition an der Ukraine gar nichts liefern, sondern bei aller gebotenen Vorsicht, die ja Olaf Scholz auch walten lässt, wenn er eben versucht, nicht voreilig zu handeln, müssen wir doch jetzt einfach uns auch mal Flagge zeigen, wir müssen Farbe bekennen, wir müssen die Ukraine als mächtigstes Land, das wir sind, also ökonomisch, bevölkerungsmäßig und auch ja letztlich politisch, müssen wir eine Führungsrolle übernehmen, finde ich, und die Ukraine viel stärker unterstützen. Und das passiert leider im Moment nicht, so wie ich mir das wünsche. Chaim, in Israel gibt es ja sehr viele jüdische Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Und deswegen an dich die Frage, wie ist die Situation der russischen Einwanderer in Israel gerade? Wie positionieren sie sich und vor allem, wie erleben sie den Ukraine-Konflikt jetzt gerade in Israel? Ja, es ist ähnlich wie in Europa, dass die Meinungen da verschieden sind und dass es durchaus Sympathisanten Putins gibt unter den älteren russischen Einwanderern. Die Jüngeren sind meist gegen ihn, weil sie in ihm zu Recht ein Symbol der Unfreiheit und einer, sagen wir mal, kryptototalitären, zwar verschleierten, aber doch bedrohlichen, eines bedrohlichen Systems erkennen. Das hat Herr Ostholt vorhin sehr schön ausgeführt, dass wie dieses System sich entwickelt hat, nicht zum Guten in den letzten 2 Jahrzehnten. Und die jüngeren russischen Einwanderer hier haben ihre Sympathien auf der ukrainischen Seite, aber es gibt natürlich unter den älteren Russen auch noch Anhänger nationalistischer, großrussischer Vorstellungen, die sich ganz mit dem Vaterländischen Krieg identifizieren, den ja Putin immer wieder bemüht. Auch auf dieser Parade am 9. Mai sind ja wieder lauter Veteranen um ihn mit den Orden aufgetreten. Die haben wir hier auch. Die kommen auch hier in Jerusalem zusammen. Und unter denen gibt es natürlich dann viele Anhänger des Ancien Regime, wenn man so will. Und die sind dann eher auf Putins Seite. Aber die Gesamtstimmung hier in Israel ist natürlich überwiegend, also stark überwiegend pro-ukrainisch. Zumal wir ja auch viele Einwanderer aus der Ukraine haben und auch Flüchtlinge aus der Ukraine, unter anderem viele, viele Oligarchen. Ja, deswegen hat sich die Zahl der israelischen Milliardäre plötzlich innerhalb der letzten 3 Monate verdoppelt, sodass wir jetzt einen der höchsten Pro-Kopf-Anteile von Milliardären in der Welt haben, weil viele von diesen russischen Oligarchen, von denen ja etliche jüdisch sind, plötzlich entdeckt haben, obwohl sie sich vorher nie groß für Israel interessiert haben, dass sie da schnell eine zweite Staatsbürgerschaft bekommen können. Und so haben wir jetzt hier eine Reihe von neuen Staatsbürgern aus allen Schichten auch der russischen Bevölkerung. Es sind auch viele russische Juden eingewandert, aber die Stimmung ist eindeutig pro-ukrainisch überwiegend.
Herr Ostholt, die gleiche Frage an Sie, denn auch in Deutschland leben viele russische Einwanderer und wir haben in den letzten Monaten schon einige Diskriminierungen erleben müssen gegen Menschen, die aus Russland eingewandert sind. Und deswegen an Sie die Frage, wie erleben Sie die momentane Stimmung für russische Einwanderer in Deutschland? Ja, das Klima ist teilweise wirklich feindselig. Ich kann das deswegen aus eigener Anschauung sehr gut sagen, weil ich nun mal mit einer Russin verheiratet bin. Meine Frau und ich leben ja seit einigen Jahren hier in Deutschland. Wir hatten damals in Russland geheiratet. Und wenn wir vergleichen, wie es früher mal war, also vor 6 Jahren, und dann schauen, wie die Stimmung heute aussieht, dann läuft es uns schon eiskalt den Rücken runter. Und ich finde das selbstverständlich völlig falsch, denn die Menschen, die in Deutschland leben, also die Diaspora, hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Es trifft genau die Falschen. Genau so ist es. Ja. Mir ist aber auch klar, dass es leider die Diasporen immer hart getroffen hat. Denken Sie an die Japaner in den USA während des Zweiten Weltkriegs. Diese Menschen wurden halt unter Generalverdacht gestellt. Sie wurden in Straflagern interniert. Teilweise verloren sie auch ihre verfassungsmäßigen Rechte. Oder denken Sie an die Russlanddeutschen in der Sowjetunion. Die hatten Hitler nie gewählt, wurden aber bereits im Juli 1941 in die Verbannung nach Kasachstan, nach Sibirien, nach Kirgisien deportiert. Heute wiederum spielen sie eine unsägliche Rolle in Deutschland. Also sie hatten in Berlin ja auch große Pro-Putin-Demonstrationen. Ich habe mir das näher angeschaut und gesehen, dass also viele Russlanddeutsche dort im Grunde Putin unterstützen. Also das ist wirklich auch wieder völlig paradox, weil, wie ich schon sagte, deren Vorfahren haben ja dieselbe menschenverachtende, repressive Staatsgewalt am eigenen Leibe erfahren, mit der sich jetzt ja auch die Ukraine auseinandersetzen müssen. Und dass deren Enkel und Urenkel jetzt hingehen und eben diese Staatsmacht, wenngleich auch in etwas anderem Gewand, in Schutz nehmen, also das ist wirklich für mich der Gipfel der Absurdität. All das trägt natürlich dazu bei, dass sich die Stimmung in Deutschland zusehends emotionalisiert auf beiden Seiten. Und das ist für Menschen aus Russland oder aus dem russischsprachigen Raum hier zunehmend ungemütlich wird. Und ich hoffe wirklich, dass wir bei aller berechtigten Kritik an Russland und an der Politik Putins den Blick dafür nicht verlieren, dass die Menschen in Deutschland damit nichts zu tun haben. Jetzt haben wir über die Situation in Israel und über die Situation in Deutschland gesprochen. Aber wie sieht die Situation in Russland aus? Hier bei uns, da streiten wir uns, werfen uns gegenseitig vor, einseitig zu sein. Aber wie sieht die Situation in Russland aus? Wird die Debatte da ähnlich hart geführt wie bei uns? Kann man sich da vorwerfen, einseitig zu sein? Oder ist dort die Linie deutlicher auch von Regierungsseite vorgegeben? Ja, also natürlich ist die offizielle Linie klar vorgegeben. Sie können in Russland heute selbstverständlich, wenn Sie privat zusammensitzen, alles sagen, was Sie wollen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich finde, das wird hier teilweise auch ein bisschen falsch dargestellt. Sie kriegen dann Probleme, und das ist im Grunde auch kein Novum, wenn Sie als einflussreiche Person wahrgenommen werden, die also im Grunde ein Publikum adressieren kann und in der Öffentlichkeit Kritik üben, dann können sie Probleme kriegen. Jetzt haben wir natürlich eine neue Gesetzeslage. Sie können für Gummiparagraphen, wie zum Beispiel Denunzierungen des russischen Militärs, bis zu 15 Jahre ins Gefängnis bzw. ins Straflager gehen. Das ist natürlich was völlig Neues. Das ist eine ganz andere Dimension als früher. Und ich finde, das zeigt ja letztlich auch, dass die gesamte Propaganda der russischen Regierung auf Lügen basiert. Benjamin Franklin hat mal diesen wunderschönen Satz gesagt: Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit aber steht von allein aufrecht. Und das trifft es eigentlich genau im Kern. Als ich das erste Mal nach Russland kam, ich war übrigens über 30 Mal in Russland in meinem Leben, das war 2001. Da war Putin also ganz junger Präsident. Und damals war in Moskau, wo ich hinkam, ein völlig anderes Klima spürbar, als es heute ist. Also die Leute hatten einfach noch ganz andere, voneinander abweichende Meinungen. Es war nicht dieser Einheitsbrei. Herr Noll hat es ja gerade auch schön beschrieben an Israel, dass vor allem die Älteren, die Veteranen eigentlich die gleiche Meinung haben. Und wenn wir uns heute anschauen, dass eben doch noch immer viele Menschen in Russland abhängig sind von dem Informationsstrom, der ihnen über die mittlerweile ausschließlich staatlichen Medien zugeleitet wird, dann sieht man eben, dass am Ende immer das Gleiche rauskommt. Russland wurde bedroht, Russland soll vernichtet werden und Russland muss sich in einem Akt der Selbstverteidigung jetzt selbstverständlich schützen.
Und ich merke zunehmend auch mit meinen ganzen Freunden in Russland, dass wir diese politischen Themen aus zwei Gründen gar nicht mehr richtig besprechen wollen und können. Der erste Grund ist, man streitet sich. Also hier gilt auch so diese alte Devise, no politics. Ist eigentlich immer besser im Privaten. Aber sie sagen mir auch ganz klar, komm, lass uns das hier gar nicht machen, bitte über irgendwelche sozialen Medien, Messenger oder so, das ist mir zu gefährlich. Ich habe keine Lust, Ärger zu kriegen. Und insofern, ja, das Klima in Russland ist wirklich mittlerweile in eine Richtung gekommen, wo es irgendwie auf Nordkorea zugeht. Und das finde ich einfach, das ist einfach eine Schande, weil ich Russland kenne und schätze und ich bedauere das zutiefst. Ich möchte das auch mal bei der Gelegenheit sagen, dass ich eine sehr innige Beziehung eigentlich zu Russland habe, vor allem zur russischen Literatur. Ich habe schon als junger Mann ein Buch über russische Literatur geschrieben. Ich war zwar nicht 30 Mal wie Herr Ostholt, aber auch 5 oder 6 Mal. Damals allerdings noch, das liegt schon einige Zeit zurück. Ich kann also nicht sagen, wie die Entwicklung seitdem gelaufen ist, aus wirklicher Innenansicht. Aber so wie ich Russland kenne, ist das ein Land mit großem Potenzial, mit einer sehr tapferen und klugen und großherzigen Bevölkerung, wenn sie in die richtige Richtung gehen darf, aber immer bedroht von totalitären Modellen. Das kommt einfach aus ihrer Geschichte. Zu lange unter Zarenherrschaft. Die Revolution 1905 wurde vertan. Die konnte sich kein bürgerliches Modell durchsetzen. Dann haben die Bolschewiki die Macht an sich gerissen, eigentlich mit einer Minderheit. Auch ein erschreckendes Beispiel, wie eine Partei, die nur 20 oder 25% der Wähler hinter sich hatte, nachher trotzdem die gesamten Apparate in die Hände bekam und durch Säuberungen vom ersten Tag an alles ausmerzen konnte, was irgendwie bürgerlich und liberal und freiheitlich war. Und so ist dann diese unglückselige Entwicklung Russlands auch im 20. Jahrhundert zustande gekommen. Sie haben immer trotzdem, selbst in der dunkelsten Stalinzeit, eine großartige Literatur gehabt, wunderbare Musiker. Vom Ballett will ich jetzt gar nicht sprechen. Also ich möchte nur sagen, auch bildende Kunst. Das ist ein Land mit enormem Potenzial und es ist ein Jammer zu sehen, wie sie durch unglückselige politische Verhältnisse daran gehindert werden, sich selbst zu entfalten. Ja, das finde ich auch. Die Russen haben tatsächlich eine beeindruckende Resilienz entwickelt, was die wirklich katastrophalen Herrschaftsverhältnisse in ihrem Land angeht. Das sind ja wirklich Verhältnisse, die wir uns in Mitteleuropa eigentlich gar nicht vorstellen können. Ich habe mal einen ganz tollen Witz gehört von einem russischen Rechtsanwalt in Moskau. Der hat mir damals versucht zu erklären, wie die Russen so mit der unter Brezhnev einsetzenden wirtschaftlichen Stagnation umgegangen sind. Und wenn Sie erlauben, würde ich diesen Witz auch mal ganz kurz erzählen. Also den gibt es so nicht im Deutschen, der kommt aus dem Russischen. Und er sagte damals, stell dir vor, es hat also zur Zeit der 70er Jahre eine Konferenz von Ethnologen gegeben in der Sowjetunion. Und diese Ethnologen wollen jetzt der Frage nachgehen, welche Staatsangehörigkeit oder genauer gesagt Nationalität hatten eigentlich Adam und Eva. Und dann gibt es also drei Deputierte, die dort also sprechen. Der erste ist ein Französischer und der sagt also, naja, liebe Kollegen, ich habe mich also jetzt wirklich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und natürlich waren Adam und Eva Franzosen. Denn wer, wenn nicht ein Franzose, würde das Paradies für die Liebe aufgeben? Daraufhin folgt der britische Deputierte und sagt, das ist ganz interessant, aber ich komme zu einem gänzlich anderen Ergebnis. Adam und Eva waren natürlich Briten und zwar genau gesagt Engländer, denn wer, wenn nicht ein englischer Gentleman, würde das Paradies für seine Lady aufgeben. Und als letzter kommt eben der sowjetische Deputierte, er guckt mit sehr skeptischem Blick auf seine beiden Vorredner, tritt ans Rednerpult und sagt, das ist alles Bourgeois, das ist alles Quatsch. Selbstverständlich waren Adam und Eva Bürger der Sowjetunion und zwar aus drei Gründen. Erstens, es gab nur einen Apfel für zwei. Zweitens, sie hatten außer Lumpen keine Kleider am Leib. Und drittens, glaubten sie, im Paradies zu leben. Und ich finde, das trifft es eigentlich wunderbar, dieser doch leichte, lockere Umgang mit diesen furchtbaren Verhältnissen. Wenn die Russen sich das bewahren können, glaube ich, werden sie auch diese Krise letztlich als Gesellschaft handeln. Ich habe auch mal einen wunderbaren Witz gehört, nämlich die Unterscheidung der verschiedenen Nationalliteraturen. Also die Frage, worum geht es in den Romanen aus Frankreich, England, Amerika und Russland? Und man kann sagen, der englische Held sagt,
ich sterbe für das Königshaus. Der französische Held sagt, ich sterbe für die Liebe. Der amerikanische Held sagt, ich sterbe für die Ehre. Und der russische Held sagt, ich sterbe. Fand ich sehr gut. Und einer der bekanntesten Romane aus Russland ist ja Krieg und Frieden von Tolstoi. Und deswegen, Chaim, nochmal an dich die Frage. Wir hatten jetzt bereits erwähnt, dass du dich in einem Land befindest, das im Krieg ist. Du konntest dich entscheiden, in Deutschland zu bleiben oder nach Israel zu ziehen. Du hast dich entschieden, in ein Land zu ziehen, das sich im Krieg befindet. Und daher die Frage, was bedeutet dir Israel? Was sind die Werte Israels? Was sind all die Eigenschaften dieses Landes, die dich dazu bewegt haben, zu sagen, ich gehe lieber in ein Land, wo Krieg herrscht, habe dann aber diese Werte auch, statt in einem Land wie Deutschland zu bleiben, wo es Frieden gibt? Wir sind eingewandert 1995, genau in der Woche, in der hier das Oslo-Abkommen im Parlament für das Oslo-Abkommen gestimmt wurde, mit, ich glaube, einer Stimme Mehrheit. Und die Situation sah damals so aus, als könnten wir einige Zeit Frieden haben. Das war natürlich eine Illusion. Schon im Herbst begannen dann die großen Terroranschläge. Nicht? Dann kam die Operation im Libanon, diese Luftoperation 96. Also wir hatten hier eigentlich, seit wir in dem Land leben, mehr oder weniger, ja, ich würde sagen, ununterbrochen irgendwelche kriegsähnliche Erlebnisse. 2000 dann die Intifada. Also es war eigentlich keine Pause. Es waren nicht immer offene Kriege. Aber es war immer eine irgendwie angespannte Situation, was die Sicherheit betrifft. Jetzt im Augenblick ist es relativ ruhig. Ja, das ist eine der ruhigsten Zeiten, die wir hier erlebt haben. Aber auch jetzt ist es gefährlich und unterirdisch. Wir wissen, dass es jeden Tag wieder losgehen kann und dass uns hier Raketen aus Gaza erreichen und so weiter. Ja, was ist es, was mich trotzdem so an dem Land begeistert? Was wir hier sofort gesehen haben, als die nach kurzer Friedensillusion dann doch wieder bewaffnete Auseinandersetzungen begannen und vor allem als die erste Terrorwelle dann unter damals Peres kurzzeitig als Premier, wie tapfer die Menschen das hier hinnehmen. Also wie man einerseits sehr professionell damit umgeht und andererseits mit wie viel, mit einer Charakterstärke, wo man eben nicht klagt und nicht anfängt, defätistischen Gedanken nachzuhängen und sich gegenseitig zu zerfleischen, wie das ja auch schlecht ist in Deutschland jetzt im Augenblick, dieses Übereinanderherfallen der verschiedenen Parteien. Das ist dann hier nicht. Also wenn es hart auf hart kommt, hält man hier zusammen. Und die Professionalität hat mich beeindruckt. Ich bin 1998 hier in Beersheba bei einem Terroranschlag dabei gewesen, beziehungsweise ich bin dort extra reingegangen. Ich hatte damals eine Pressekarte und im Busbahnhof war eine Bombe explodiert, eine Handgranate, wirklich wenige Minuten bevor ich kam. Und dann bin ich mit der Pressekarte rein. Ich wollte das mal sehen. Ich wollte mal sehen, wie sowas aussieht. Und was mich beeindruckt hat, war, dass innerhalb wirklich von wenigen Minuten die insgesamt 64 Verletzten allesamt abtransportiert waren. Das ging so schnell, dass dann niemand irgendwie in Gefahr kam. Es gab dann tatsächlich keinen einzigen Toten bei 64 Schwerverletzten. Das heißt, hier auch in diesem großartigen Universitätsklinik in Beersheba hat man das geschafft, in der Notaufnahme diese 64 Menschen, die da mit einem Schlag in die Notaufnahme kamen, zu versorgen. Also ich habe gesehen, das Land ist darauf eingestellt. Man ist hier eingestellt auf solche Situationen und man weiß, damit umzugehen. Israel ist ja auch inzwischen ein gesuchter Experte auf dem Gebiet von Katastrophenschutz und Katastrophenprävention und auch wie man, wenn nachdem die Katastrophe stattgefunden hat, damit umgeht. Da gibt es Spezialkommandos und so weiter, die dann heute schon auf der ganzen Welt gefragt sind, weil man eben hier gelernt hat in den Jahren,
wie man so etwas in zivilen Grenzen hält. Da bricht dann auch nicht Panik aus. Das ist auch etwas, was mich in Deutschland sehr irritiert, diese Neigung zur Panik. Das haben wir ja schon bei Corona gesehen. Da wird dann auch wirklich, da verliert man auch den Verstand. Das ist hier nicht. Also hier hat man irgendwie in den Jahrzehnten, die das nun schon geht, gelernt, kriegerische Situationen besonnen hinzunehmen. Und das hat mich von Anfang an beeindruckt und das hat mir auch ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Ich habe gewusst, unter diesen Leuten hier bist du nicht irgendwie verloren, wenn was passiert. Die werden alles tun, was sie tun können, auch um dein Leben zu retten und so weiter. Das ist ein sehr starkes Gefühl, was wir hier haben. Und das ist auch ein Gefühl, was die jungen Leute haben, wenn sie zur Armee gehen. Sie lernen dort vor allem, dass sie sich aufeinander verlassen können. Sie lernen dort das wird auch psychologisch sehr gut gemacht und da arbeiten auch Psychologen mit ihnen die ganze Zeit, wie dort eine starke Solidarität entwickelt wird. Das ist es eben, was ich heute in Europa vermisse, dass im Augenblick, wo so etwas beginnt, wie jetzt dieser Ukraine-Krieg, da vermisse ich eigentlich den Zusammenhalt. Ja, man fällt jetzt übereinander her, die verschiedenen Gruppen und so weiter. Mir ist im Augenblick eher danach, dass ich sagen würde, also Kinder, jetzt müsst ihr Solidarität zeigen. Europa ist bedroht, das ist klar. Die Ukraine ist nur der Vorposten sozusagen. Nicht alle europäischen Länder sind bedroht, auch Polen und letztlich auch Deutschland. Da machen wir uns nichts vor. Also jetzt müssten auch die Deutschen wieder lernen, wie verhält man sich, wenn es hart auf hart kommt. Herr Ostholt, das Interessante ist ja, wenn man sich die letzten Jahrzehnte überlegt hat, was für Gefahren gibt es auf dieser Welt? Wo gibt es mögliche Konfliktherde? Da hätten so einige gesagt, der Umgang mit der islamischen Welt könnte etwas sein, das für weitere Konflikte sorgen wird. Dass aber der Kalte Krieg wieder erwacht, damit hat ja nun wirklich kaum jemand gerechnet. Herr Ostholt, waren wir eigentlich zu blind, um die wahren Gefahren hier auf diesem Planeten zu erkennen? Ich fange mal von hinten an. Also Russland hat natürlich, also die Russische Föderation hat natürlich ganz viele Gebiete, die seit jeher muslimisch besiedelt sind. Also das ist ja zum einen die mittlere Wolga, das ist aber auch der Nordkaukasus, den ich ja sehr gut kenne, weil ich ausgiebig in Tschetschenien gewesen und auch bin und dort gelebt habe. Und wir hatten ja eben schon darauf hingewiesen, dass in Russland heute im Grunde gerade, was jetzt zum Beispiel so die offizielle politische Linie angeht, eigentlich ein einziger Kommand herrscht, nämlich dass der Krieg eben eine Verteidigungsaktion ist. Also wenn Sie jetzt Tschetschenien nehmen, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Die Tschetschenen haben ja über 300 Jahre lang einen permanenten Abwehrkampf gegen den russischen Zentralstaat geführt. Das Ganze ist ja nochmal aufgeflammt nach dem Untergang der Sowjetunion, wie Sie ja wissen, in zwei Kriegen. Und was ist heute dort? Wir haben also eine kooptierte Elite in Tschetschenien, die ja mit brutaler Gewalt, mit Terror, der ja tatsächlich an Stalin erinnert, all jene brutal unterdrückt, die anderer Meinung sind und die vielleicht auch das politische System ablehnen. Und deswegen werden sie aus den Reihen dieser offiziellen Funktionäre, ganz egal, ob sie Muslime sind, natürlich überhaupt nichts hören, was die offizielle Moskauer Lesart in irgendeiner Art und Weise konterkarieren würde. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Was möglicherweise in Russland die russische Bevölkerung angeht, wir hatten jetzt ja vor kurzem den Tod von Wladimir Zhirinowski. Sie wissen ja, wer das ist. Das ist ja der Vorsitzende, der langjährige Vorsitzende der liberalen Partei gewesen. Auch aus diesen Lagern hört man ja heute keine kritischen Untertöne mehr. Also im Grunde kann man von einer, wenn Sie so wollen, von einer konfessions- und ethnischen oder ethnisch übergreifenden Gleichschaltung der Gesellschaft, zumindest im öffentlichen Raum, durchaus sprechen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange das anhalten wird. Sowas kann sich natürlich auch schnell ändern, weil ja klar sein muss, dass die entsprechenden Wortführer sich sehr taktisch verhalten. Also sie schauen genau, was müssen sie sagen, um eben nicht sozial oder politisch deviant, also abweichend von der Norm zu agieren. Sobald das Klima aber umschlägt, würde ich meinen, dass sich das auch wieder schnell ändern kann. Es hängt eben ganz stark davon ab, wie der Krieg weiter verlaufen wird. Im Moment, und da stimme ich auch absolut dem zu, was Herr Noll eingangs gesagt hat,
läuft es ja trotz einiger Erfolge, wenn nicht wirklich gut für die Russen. Die Zeit spielt eindeutig gegen sie, würde ich meinen. Und selbst, klar, selbst wenn Russland Städte in Schutt und Asche legt, wenn sie auf großen, ja, Feldschlachten, die es ja eigentlich so gar nicht gibt, die Ukrainer schlagen würden, ja, was kommt denn dann? Dann kommt halt, ja, die Besatzungszeit. Und wir wissen ja nun aus verschiedenen Beispielen, dass sie so ein riesiges Flächenland, im Süden gibt es Berge, da können sie nicht mit den Mitteln, die Russland da jetzt aufbietet, dauerhaft ein Militärregime etablieren, was also auf keimenden Widerstand wirksam erstickt. Das geht einfach nicht. Und insofern habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass Russland tatsächlich die Ukraine in dieser Art und Weise angreifen wird. Ich habe die russische Position oft sogar noch in Schutz genommen. Ich habe sogar Artikel darüber auch geschrieben bei der Axel. Einen großen Artikel, da habe ich also gesagt, Russland will quasi im Grunde nur so eine Art von Einschüchterung machen, aber sie würden eben die Schwelle der Gewalt nicht überschreiten und sie haben auch das Recht dazu, deutlich zu machen, dass sie also gegen zum Beispiel NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sind. Aber als dann tatsächlich der Krieg begann, habe ich diese Position sofort aufgegeben und habe dann die Dinge so gesehen, wie sie tatsächlich liegen. Und wir haben hier also keinen kalten Krieg, der sich fortsetzt. Wir haben hier die freie, progressive Welt auf der einen Seite und wir haben einen Staat, den größten Flächenstaat der Welt, die größte Atommacht der Welt, die von einer oligarchischen Machtelite kontrolliert wird, die ja wiederum einen Anführer hat, der zunehmend ideologisch agiert. Also ist die freie Welt gegen Wladimir Putin und seine Entourage, wenn Sie so wollen. Es geht hier gar nicht so sehr um zwei Blöcke, auch wenn Putin das vielleicht gerne so darstellen will, über die russische Propaganda. Und ich finde, man muss hier entschieden vorgehen gegen diese Entwicklung. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das am Ende des Tages auch schaffen werden. Ich möchte mal kurz was dazu sagen. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass man wirklich nicht für möglich gehalten hat, dass die russische Führung die Lage so fehl einschätzen würde, dass sie einen offenen Krieg beginnen. Ich habe wieder angefangen, die Pravda zu lesen. Die kann man im Internet heute lesen, in englischer Sprache. Mein Russisch ist schon etwas zurückgebildet. Ich könnte sie Russisch nicht mehr lesen und möchte sie vielleicht auch Russisch gar nicht lesen. Aber da können Sie Artikel lesen, zum Beispiel am 22., also 2 Tage bevor der Krieg begonnen wurde, war dort ein Artikel unter der Überschrift How Putin has changed the world, wie Putin die Welt verändert hat. Und diesem Artikel geht der Verfasser, den Artikel kann man, glaube ich, heute noch abrufen, davon aus, dass im Falle eines militärischen Schlages von russischer Seite die Ukraine sofort einknicken würde, dass die ukrainische Regierung nach Lwow flüchten würde, dass sie Kiew verlassen würden. Also da werden Voraussagen getroffen, die sind dermaßen daneben, die sind dermaßen neben der Realität, dass ich mich jetzt frage, haben wir es wieder mit einem ähnlichen Phänomen zu tun wie in der kommunistischen Zeit, dass einfach die Information innerhalb dieses Systems dort nicht mehr funktioniert, dass in der Führung gar nicht mehr ankommt, wie das in den letzten Jahren der Sowjetunion, auch der DDR gewesen ist, wo die Führung vollkommen entfernt von der Realität gelebt hat. Ich habe den Eindruck, Putin hat die Realität einfach total falsch Ja, eingeschätzt. absolut. Und deshalb hat er das gemacht. Und jetzt ist einfach das Problem, wie kommt man da wieder raus? Aber es war nichts als ein riesiger Fehler. Da stimme ich vollkommen mit Ihnen überein. Ja, das ist tatsächlich so. Herr Fried Münkler hat das ja mit der kumulativen Verdummung von Diktatoren beschrieben, dieses Phänomen. Also das zunehmende Abgeschottetsein, nicht mehr, naja, nicht mehr offen zu sein für Ratschläge, nur noch Einflüsterer um sich zu haben, Speichellecker, die einem im Ja-Sager, Grunde. genau. Genau so ist es. Ich habe neulich den Film gesehen, 13 Days. Da geht es ja um die Kuba-Krise. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Ich fand den ziemlich beeindruckend, weil man sieht da, wie Kennedy wirklich von Leuten wie von Top-Leuten seiner Zeit wie McNamara und anderen die ganze Zeit beraten wird. Also er hat einen richtigen Beraterstab um ihn, die natürlich auch unterschiedliche Meinungen, konträre Meinungen an ihn herantragen, aber sie tun es eben. Und das gibt ihm die Möglichkeit, wirklich dann auch eine Wahl zu treffen. Bei Putin ist es komplett anders. Wir alle erinnern uns ja an diese berühmte Sitzung des Sicherheitsrates kurz vor dem Krieg, wo Putin ja wie ein Lehrer, wie ein Oberlehrer
seine Gegenüber zurechtweist, diese wiederum stotternd auftreten, nicht wissen, was sie sagen sollen. Das erinnert mich so ein bisschen an Stalin, der sich dann irgendwie bei einer Sitzung des Zentralkomitees hat feiern lassen und keiner hat es gewagt, als erster mit dem Klatschen aufzuhören, weil alle Angst hatten, dass sie am nächsten Tag erschossen werden. Ich finde, das sagt doch eigentlich schon extrem viel aus. Und natürlich hat Putin überhaupt keine Ahnung, was wirklich vor sich geht. Putin ist ein, ich sage immer, Nerd aus St. Petersburg. Dieses Bürschchen, entschuldigen Sie die Polemik, hat doch keine Ahnung, wie die Lebensrealität der Menschen in der Ukraine aussieht. Das ist doch absurd. Und dieser Mann schreibt jetzt einen Aufsatz, um mal den Ukrainern zu erklären, was sie wollen. Das ist derart anmaßend und auch realitätsfremd. Insofern wundert es mich überhaupt gar nicht, dass Putin und seine sogenannten Berater sich total verzettelt haben, was die Ukraine angeht. Ich muss sagen, in gewisser Weise erfüllt es mich sogar regelrecht mit Genugtuung. In einem der Flugblätter der Geschwister Scholl heißt es: Vergesst nicht, dass ein jedes Volk diejenige Regierung verdient, die es erträgt. Und darum die Frage: Warum erträgt das russische Volk diese ihre jetzige Regierung? Ja, sie ist leider geübt im Ertragen böser Regierungen. Das ist ein Teil der russischen Mentalität, ist die Duldung an sich unerträglicher Verhältnisse. Das habe ich mich auch oft gefragt, als ich dort war in Sowjetzeiten als junger Mann. Und ich habe da auch meine Freunde gefragt, viele von ihnen jüdisch, die dann auch kurz darauf ausgewandert sind. Wie haltet ihr das hier aus? Ja, sie haben mir dann berichtet von der Bespitzelung und von der Unterdrückung jeder Initiative, dass man dort eben wirklich nichts machen durfte. Und nun, wir kannten das ja auch aus der DDR sowieso. Aber das ist die Frage, wie erträgt die russische Bevölkerung diese Regierung und wie lange noch? Als Sie eben gesagt haben, Herr Ostholt, Putin ist ein Nerd aus St. Petersburg, dachte ich darüber nach, dass er wahrscheinlich nicht nur die Ukraine nicht kennt, sondern wahrscheinlich auch Russland nicht kennt. Er kann sich auch nicht vorstellen, wie Menschen in Sibirien wirklich denken und fühlen. Und man kann nur hoffen, dass ihm das irgendwann um die Ohren fliegt, dass diese dünne Elite, die sie da aufgebaut haben, die wirklich mit Terror und mit Geheimdienstmethoden aus der Sowjetzeit das Land nach wie vor unter dem Stiefel hält, dass das eben auf Dauer nicht geht und dass sie irgendwann Ärger mit der eigenen Bevölkerung bekommt. Das ist meine Hoffnung. Ich würde auf Ihre Frage vielleicht ganz gerne mal mit Trotzki antworten. Trotzki war ja ein messerscharfer Denker, ein großartiger Organisator und er hat ja eben auch die Rote Armee aufgebaut. Er hat mal über die Geschichte Russlands Folgendes gesagt. Er sagte, sinngemäß die grundlegende Charakter oder der grundlegende Charakterzug, die Charaktereigenschaft Russlands ist die verspätete Entwicklung mit allen Konsequenzen für die ökonomische Rückständigkeit, für die Primitivität der Gesellschaftsformen und dem doch relativ tiefen Kulturniveau. Also wir beziehen das jetzt auf die Bevölkerungsmasse. Und ich finde, der letzte Begriff, den Trotzki hier nennt, das ist übrigens ein Zitat von 1931, sagt es eigentlich ganz gut aus. Das tiefe Kulturniveau meint ja nicht, dass die Leute total verblödet sind. Das bedeutet, dass die Bevölkerungsmassen über Jahrhunderte hinweg in einem Zustand der Servilität, also der Abhängigkeit, dahin gedarbt, ja, geradezu vegetiert haben. Als Alexander II. 1861 die Leibeigenschaft abschaffte, da ja, herrschten in Russland ja wirklich noch feudale Verhältnisse bis zur ersten revolutionären Staatskrise 1905, die Herr Noll ja auch richtig schon erwähnt hatte, hatte sich daran eigentlich gar nicht richtig was geändert. Per Gesetz schon, aber im Grunde waren die Leute immer noch abhängig von dem Land, das sie jetzt quasi bestellten. Und insofern ist also die russische Mentalität, die wir heute noch haben, eigentlich geprägt von einer Hoffnungslosigkeit, von einer Art Starre gegenüber der politischen Elite. Ja, was können wir denn schon tun? Wir haben doch gar keine Möglichkeiten, gegen die da oben vorzugehen. Ich glaube, das ist ganz prägend. Man könnte überspitzt sagen, die Russen sind in Bezug auf ihre Widerborstigkeit gegenüber den herrschenden Eliten das diametrale Gegenteil dessen, was die Franzosen sind. Es ist wirklich so. Und ich glaube, in Russland bedarf es wirklich einer ganz neuen Generation von Menschen, die eben international, naja, unterwegs ist, die auch anderes gesehen hat als diese Verhältnisse, um wirklich zu verstehen, dass Russland eigentlich nur eine Zukunft haben kann, wenn sich diese alten Machtverhältnisse, nämlich diese Ohnmacht gegenüber den vermeintlich Mächtigen, wenn sich die im Grunde endgültig aus dem Denken und dem Fühlen und dem Handeln der Menschen verabschiedet. Das ist meine persönliche Hoffnung. Es gibt in Russland diese Menschen, die so sind.
Leider verlassen viele von ihnen das Land im Moment. Also dieser Brain Drain ist ein großes Problem. Ja. Aber ich glaube am Ende, dass Russland doch das Humankapital hat, um diesen Kurswechsel auch vorzunehmen. Ja, ich stimme Ihnen zu. Ich hoffe das auch. Ich halte Russland für ein Land mit großem Potenzial, auch aus der Bevölkerung. Und ich denke, dass sie vielleicht auch dieser Krieg dazu beiträgt, dass eine Ernüchterung einsetzt und auch, also bei denen, die immer noch an das Regime glauben, die gibt es ja auch, und bei denen, die schon halb dagegen sind, dann auch irgendwann der Mut entsteht, etwas dagegen zu tun. Eine großartige demokratische Tradition haben sie nicht. Sie haben nie üben können, wie man tatsächlich Demokratie lebt, was das heißt, eine eigene Meinung zu haben, wie man damit auftritt. Das wird sehr schwer für sie werden. Aber ich denke, dass dieser Krieg eher dazu beiträgt, dass es hinterher besser wird, auch in Russland. Ja, finde ich auch. Dann möchten wir mit dieser Hoffnung auf eine bessere Zukunft das Gespräch beenden. Vielen Dank, Chaim Noll und Christian Ostholt, für das Gespräch. Sehr gern. Okay, super. Ja, war interessant. Herr Ostholt, alle viele Grüße auch an Ihre Frau, unbekannterweise. Ja, und ich wünsche Ihnen alles Gute. Mir tut das auch leid, dass man ausgerechnet an den Exilanten absurderweise jetzt in Deutschland die schlechte Stimmung abreagiert. Und ich hoffe, dass es besser wird.